Ich möchte Ihnen einen Überblick über die Aufgaben vom 28. April geben. Sie kennen die Geometrie am Doppelspalt, die dazu führt, dass man die Maxima der Ordnung n unter einem Winkel Alpha n findet, wobei man den Sinus des Winkels Alpha n berechnen kann als n mal Lambda durch d, wobei Lambda die Wellenlänge ist und d ist der Spaltabstand. Nun haben Sie mit Ihrem Physikbuch erarbeitet, dass beim optischen Gitter die entsprechende Formel ganz ähnlich aussieht, mit der man den Winkel berechnen kann, unter dem das n-te Maximum auftritt, nämlich Sinus Alpha n ist gleich n mal Lambda durch g, wobei g jetzt die Gitterkonstante ist, also der Abstand der Spalte voneinander in Metern. Ja. Okay, die Formeln sehen sehr parallel aus. Man kann auf jeden Fall schon mal sich Gedanken machen, in welchem Bereich die sinnvoll anzuwenden sind. Also wir können schon mal sagen, sinnvoll sind also Winkel zwischen 0 Grad und 90 Grad. Ja, 0 Grad ist okay. 90 Grad, das wäre so bei einem geraden Schirm, würde das Maximum dann in uns ins Unendliche rücken. Das macht dann nur noch begrenzt Sinn. Das bedeutet, wir betrachten sozusagen das erste Stück des Sinus, wo der Sinus also zwischen 0 und 1 liegt. Okay, ja. Da können wir also schon mal sagen, in diesem Bereich, da ist der Sinus monoton wachsend. Das heißt, wenn der Sinus größer wird, wird auch der Winkel größer und umgekehrt wächst der Sinus, wächst auch der Winkel. Also können wir sagen, der Winkel, unter dem man das Maximum, ein Maximum beobachtet, wächst. Wenn also die Ordnung wächst, also höhere Ordnungen sind bei größeren Winkeln zu finden, wenn Lambda wächst, also bei gleicher Ordnung ist bei einer größeren Wellenlänge das Maximum unter einem größeren Winkel zu finden und wenn d bzw. g kleiner wird. Also wenn der Abstand der Doppelspalte bzw. der Spalte am Gitter kleiner wird, dann wächst der Winkel, unter dem man ein Maximum mit einer bestimmten Ordnung bei einer bestimmten Wellenlänge beobachten kann. Okay, nehmen wir uns die zweite Aufgabe vor. Sie haben also hier eine Aufgabe gegeben, bei der bei der es um monochromatisches Licht geht, also eine feste Wellenlänge. Es geht um ein optisches Gitter mit 250 Linien pro Zentimeter. Der Schirm ist 3 Meter entfernt und dort beobachten wir Interferenzerscheinungen. So, und jetzt haben wir hier verschiedene Werte gegeben. Einmal die Ordnung des Maximums
und der Abstand, unter dem die Maxima erscheinen, in Zentimetern. Und unsere Aufgabe ist jetzt, die Wellenlänge auszurechnen. Das heißt, wir haben ein optisches Gitter und es geht um die Wellenlänge. Wir werden also mit dieser Formel arbeiten und sie nach Lambda umstellen. Okay, also schauen wir mal an, was wir alles gegeben haben. Wir haben den Abstand zwischen Schirm und Gitter, das sind 3 Meter. Und wir haben ein Gitter mit 250 Strichen pro Zentimeter. Das heißt, die Gitterkonstante, ja, ist der Kehrwert von 250 Strichen pro Zentimeter, also 0,01 Meter. Und das sind 4 mal 10 hoch minus 5 Meter. Okay. So, dann schauen wir mal. Also, die Ordnung. Da haben wir na, die erste Ordnung, die zweite Ordnung und die dritte Ordnung. Und wir haben gegeben den Abstand xn in Metern. Der Haupt, nee, der des ersten, zweiten, des dritten Maximums vom nullten Maximum, also von der Schirmmitte. Und das sind einmal 0,087 Meter, einmal 0,178 Meter und einmal 0,264 Meter. Ja, den Winkel können wir nun berechnen, wenn wir uns an die Geometrie erinnern. Wenn haben wir hier xn und hier l und wir können den Tangens benutzen, um den Winkel auszurechnen des n-ten Maximums. Ja, also Tangens Alpha ist xn durch l und entsprechend bekommen wir also Alpha n ist gleich Tangens hoch minus 1 von xn durch l und Alpha n in Grad kriegen wir dann raus mit 1,66 Grad, das erste Maximum 3,40 Grad und 5,03 Grad bei diesen Messwerten. Okay, jetzt können wir natürlich den Sinus von diesem Alpha ausrechnen und mit dem Sinus bekommen wir dann die Wellenlänge raus. Und zwar versehe ich die jetzt mit einem Index n, weil wir ja in verschiedenen Messungen verschiedene Werte erwarten. Ne? Obwohl das Licht monochromatisch ist, da sind also wahrscheinlich Messfehler am Werk. Wenn wir die Formel für Sinus Alpha umstellen, bekommen wir heraus, dass Lambda n g mal Sinus Alpha n durch n ist. G ist die Gitterkonstante, n ist die Ordnung. Und entsprechend bekommen wir dann Lambda n einmal mit 1159 mal 10 hoch minus 9 Meter, also Nanometer,
1186 mal 10 hoch minus 9 Meter und 1169 mal 10 hoch minus 9 Meter, also Nanometer. So, Lambda im Mittel ist also ungefähr 1170 Nanometer. Ja, ist also Infrarotlicht. Okay, man könnte jetzt tatsächlich auch davon ausgehen, wenn man sagt, naja, 30 Zentimeter fast Abstand, unter dem das dritte Maximum auftritt, ist jetzt relativ klein gegenüber dem gegenüber dem Schirmabstand, 3 Meter. Dann könnte man sagen, naja, wenn wir also von kleinen Winkel ausgehen, können wir zum Vergleich mal ausrechnen. Also wenn wir davon ausgehen, dass Alpha klein ist, dann ist der Tangens von Alpha ungefähr so viel wie der Sinus von Alpha. Ja. Und das würde bedeuten, dass xn durch L gleich n mal Lambda durch g ist. Und damit bekommt man eine etwas vereinfachte Formel für Lambda raus. Also da hätten wir g mal xn durch n mal l. Ja, da ist jetzt kein Alpha mehr drin und keine Winkelfunktion mehr zu benutzen. Aber die Formel ist halt ein bisschen ungenauer, weil wir die kleinen Winkelnäherungen hier verwendet haben. Und wenn man diese Werte jetzt mal einsetzt, sagen wir mal für Lambda 3, da ist ja der Winkel am größten, da würden wir rausbekommen 0,264 Meter mal 4 mal 10 hoch minus 5 Meter. Gitterkonstante geteilt durch Ordnung 3 mal Abstand 3 Meter. Ja, das hat also die Einheit Meter. Und da kriegen wir raus 1173 Nanometer. Ja, das ist also ein etwas anderer Wert als der Wert, den man mit der genaueren Formel über die Sinus- und Tangenswerte ausrechnet. Der Unterschied ist aber selbst bei so einem Faktor 10 zwischen xn und l nicht allzu groß.